Wir fordern euch nochmals und dringlichst auf, den Platz am Verhandlungstisch einzunehmen. Übrigens auch aus einem gewissen Eigeninteresse. Überall da, wo es starke Tarifverträge gibt, wo es Mitbestimmung gibt, wo es Betriebs- und Personalräte gibt, ja, überall da zeigt sich, dass diese Unternehmen auch widerstandsfähig und innovativ sind. Arbeitgeber, die ständig über den Fachkräftemangel jammern, sich dann aber Tarifen entziehen, sind nicht nur doppelmoralisch, sondern sie entziehen sich auch jeglicher sozialer Verantwortung. Nochmal, liebe Arbeitgeber, wenn euch die Ideen ausgehen, wie man auf dem Arbeitsmarkt attraktiv bleibt oder wirkt, meldet euch gerne bei uns. Wir kennen uns da ganz gut aus. Gibt eine kostenlose Beratung, Tarifvertrag jetzt oben drauf. Wo wir gerade beim Thema attraktiver Arbeitgeber sind. Der Oliver wird sicherlich gleich noch etwas zur Chemietarifrunde sagen. Deswegen verliere ich nur ein paar Sätze dazu. Ein paar. Wer sich als Arbeitgeber darauf verlässt, dass der Sozialpartner verhältnismäßig fordert, wer sich darauf verlässt, dass die IGBCE mit ihrem politischen Einfluss dafür sorgt, dass dieser Standort attraktiv bleibt, der sollte sich dementsprechend respektvoll verhalten, besonders in der Öffentlichkeit. Sozialpartnerschaft ist keine Einbahnstraße. Und wer sich selbst eine Einbahnstraße konstruiert und in dieser dann auch in die falsche Richtung fährt, der muss damit rechnen, dass ihm irgendwann etwas entgegenkommt. Und das könnte eine Wand sein, Herr Erhöfer. Eine undurchlässige Wand. Eine Wand aus 600.000 Kolleginnen und Kollegen der IGBCE.